Illegale Steuergeschäfte seien keine Kavaliersdelikte. Das hat Bundeskanzler Scholz schon vor Jahren betont. Dennoch muss sich der SPD-Politiker seit längerem mit Vorwürfen auseinandersetzen. Er habe versucht, 2016 in der Cum-Ex-Affäre als Bürgermeister das Verfahren um die Steuerschuld der privaten Warburg Bank in Hamburg zu beeinflussen. Bei der zweiten Befragung im Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft wies Scholz heute erneut alle Vorwürfe zurück. Das war heute eine sehr interessante Anhörung, eine gute auch mit, wie ich jedenfalls finde, sehr klaren Ergebnissen. Es bleibt dabei, es hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung der Finanzbehörde und der Finanzverwaltung gegeben. Es sind keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen diese klare Aussage sprechen. Und deshalb war es gut, dass das heute in einer sehr kurzen Sitzung auch noch mal vertieft erörtert werden konnte. Ich gebe zu, ich hatte mich darauf eingerichtet, dass es länger dauert. Aber die Tatsache, dass es dann schnell und zügig war, spricht vielleicht auch für die Tatsache, dass alles nun mittlerweile auf dem Tisch liegt und man auch die klare Schlussfolgerung ziehen kann. Da war nichts. Es hat keine Einflussnahme gegeben. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Johannes Jolmes, der sich vor Ort beim Cum-Ex-Untersuchungsausschuss befindet. Wir haben Olaf Scholz gerade gehört. Wie hat er sich heute vor dem Ausschuss präsentiert? Also Olaf Scholz hat häufig die Wörter genutzt, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß, ich habe keine konkrete Erinnerung daran. Also das waren zu sehr vielen Fragen, die natürlich auch schon mal bei seiner letzten Ausschusssitzung gestellt worden, seine Antworten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es dann nicht ganz so lange gedauert. Olaf Scholz hat das ja gerade in seinem O-Ton gesagt, weil viele Fragen wurden schon gestellt. Viele Fragen von Scholz waren dann auch schon beantwortet und vor allem auch sehr kurz beantwortet. Und eigentlich hat er in seinem Eingangsstatement aus seiner Sicht, glaube ich, alles gesagt, weil nicht da betonte er nochmal, es hat keine Einflussnahme gegeben auf die Entscheidung der Hamburger Steuerverwaltung, das Verfahren gegen die Bank Warburg hier in Hamburg zu beeinflussen, also dass die unabhängig entschieden hat. Und das hat ihm natürlich die Opposition hier nicht abgenommen. Die haben noch versucht, ein paar Fragen zu stellen. Aber Scholz hat dann meistens immer gesagt, ich kann mich nicht erinnern an konkrete Treffen. Er war ja zum zweiten Mal vor den Untersuchungsausschuss geladen. Zum ersten Mal, das war im April dieses Jahres. Hat er denn irgendetwas Neues erzählt im Vergleich zu seinem Auftritt vor 4, 5 Monaten? Also viel Neues ist, glaube ich, heute nicht dabei rumgekommen. Und bei vielen Fragen, die neu als Sachverhalt in den letzten Wochen aufgetaucht sind, da zum Beispiel, dass es eine WhatsApp-Nachricht einer Finanzbeamtin gab, die von einem teuflischen Plan in Bezug auf die Nichtrückforderung sprach, oder dass die E-Mails von seiner Büroleiterin von der Staatsanwaltschaft Köln beschlagnahmt worden sind, oder auch die knapp 200.000 Euro, die in einem Bankschließfach vom Johannes Kaas gefunden worden sind. Kaas war eigentlich derjenige, der, so zumindest die Opposition, viele Termine von Warburg, also von diesen Bankvertretern, bei Scholz organisiert hat. Zu all diesen Fragen hat Scholz aber keine konkreten Erinnerungen mehr. Darum sind zu diesen neuen Sachverhalten auch keine neuen Antworten gekommen. Das war natürlich für viele, die auch im Vorfeld große Hoffnungen hier gesetzt haben, dass sie jetzt neues Licht auf diesen Cum-Ex-Skandal werfen können, ein wenig ernüchternd, weil viel Neues ist dann am Ende nicht bei rumgekommen. Der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss findet in Hamburg statt. Da neigt man ja nicht zu Gefühlsausbrüchen. Aber hat die Opposition dennoch irgendwie durchblicken lassen, wie ihre Zufriedenheit ob der Antworten von Olaf Scholz gestaltet ist? Ja, naturgemäß haben die gesagt, dass sie nicht zufrieden sind. Und in Hamburg kühler Art und Weise haben sie dann auch gesagt, womöglich gibt es ein drittes Mal, dass Olaf Scholz hier vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss aussagen müsste. Man wird jetzt wahrscheinlich erstmal darüber brüten, über die Antworten, wird sich die Protokolle angucken. Und dann, glaube ich, ist es auch davon abhängig, was in den nächsten Wochen noch an Neuigkeiten herauskommen könnte. Falls es da nochmal Sachverhalte gibt, wozu Olaf Scholz etwas sagen kann, dann schließen die Abgeordneten hier in Hamburg nicht aus, dass es nochmal eine dritte Runde mit Olaf Scholz gibt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das noch offen. Kann er sich also noch nicht in Sicherheit wiegen? Ist der Cum-Ex-Sturm noch nicht an ihm vorübergezogen? Ja, Sie benutzen das Bild eines Sturms. Die Zeitung hat es vor kurzem eigentlich noch viel schöner, finde ich, fast in einem Bild zusammengefasst. Nämlich, Sie haben von einer Fliege gesprochen, die ganze Zeit brummt und die ist so lästig, dass Olaf Scholz sie nicht los wird. Damit meinen Sie natürlich diesen Cum-Ex-Skandal, den Olaf Scholz hier nicht los wird. Das
kann natürlich sein, dass es dann hier noch zu einer dritten Runde kommt. Ich glaube, was aber das Problem nach außen hin ist, dass viele ihm nicht abnehmen, dass dieser penible Olaf Scholz, das ist ja auch sein Image, das er sich erarbeitet hat, an so wichtige Treffen mit Bankvertretern, wo sie sagen, es geht um das Überleben der Bank, oder zumindest geht es der Bank sehr schlecht, 1000 Mitarbeiter sind in Gefahr, dass er sich daran nicht erinnern will. Eigentlich würde man ja denken, jeder Regierungschef erinnert sich an solche wichtigen Gespräche. Das nehmen natürlich viele Oppositionsabgeordnete nicht ab. Und auch in den Medien merkt man, glaube ich, dass dieses Ich kann mich nicht erinnern dann doch am Ende nicht so ganz überzeugt. Abschließend, heute war der Fokus ganz klar auf Olaf Scholz. Wie geht es nun weiter mit der Arbeit des Untersuchungsausschusses? Also im Untersuchungsausschuss wird in den nächsten Wochen weitere Zeugen vernehmen. Da gibt es zum Beispiel auch weitere Zeugen hier aus der Hamburger Finanzverwaltung. Diese Termine stehen noch an. Da gibt es auch noch die Frage, ob Sie bestimmte Protokolle, die in der Bundestagsgeheimschutzstelle sind, einsehen können. Das war heute auch ein Thema, weil da gibt es ein Protokoll, wo Scholz vor dem Finanzausschuss vor ein paar Jahren ausgesagt hat. Das spielt eine zentrale Rolle, um ihm aus Sicht der Opposition nachzuweisen, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Da geht es auch um die Frage, ob die Abgeordneten das hier einsehen können und ob man darüber noch mal sprechen kann. All das dürfte sich in den nächsten Wochen klären. Und da muss man mal schauen, ob der Untersuchungsausschuss noch weiterläuft, ob man sie noch erweitert auf weitere Vorkommnisse und auch, ob vielleicht noch mal der Hamburger erste Bürgermeister Peter Tschentscher hier als Zeuge geladen wird. Der hat ja auch einmal schon ausgesagt. Ob er ein weiteres Mal hier aussagen muss, das steht dann auch noch offen. Johannes Jolmes, vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzung.